eine interessante Information für alle Freunde der Religion. Jesus soll eine Frau gehabt haben. Das ergab der Fund von Texten von Dan Brown. Viele sagen, na, wenigstens war er immer noch ein Mann. Was heißt das theologisch? Er hatte zwei Kreuze zu tragen. Ich könnte mir vorstellen, dass er viel Stress hatte und sich immer rechtfertigen musste, dass er alle anderen liebt. Morgen geht's weiter. Für alle nicht-Bibelfesten, Jesus, das war der Vorgänger vom Papst.